Also, die Redaktion hat mir ja versprochen, dass ich nachher hier im Studio Eier suchen gehen darf, wenn ich heute moderiere. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Sehr witzig. Wer war das? Ostern steht ja vor der Tür und manch einer hat auch schon sein Osterei frühzeitig geschenkt bekommen, zum Beispiel der Thilo Sarrazin. Ja, die SPD findet es ja jetzt doch gar nicht mehr so schlimm, was der alles so von sich gegeben hat. Dabei ist es auch wirklich einfach, vorher zu schauen, was für ein Ei man sich da eigentlich ins Nest legt. Gibt man etwa die Worte Thilo Sarrazin in einen Anagrammgenerator wie diesen hier ein, sagt er einem klipp und klar, was man kriegt, wenn man da ein bisschen die Buchstaben vertauscht. Hirn alias Rotz zum Beispiel. Oder so irr Nazi halt. Wir jedenfalls haben uns gedacht, wenn man das durchgehen lässt, dann können wir uns auch getrost an einer Ostersendung Ehrensenf probieren, ohne in Schwierigkeiten zu geraten. In unseren Nachbarländern muss man da schon etwas vorsichtiger sein. Da muss man gegen erstaunliche Vorurteile ankämpfen, wenn man diesem Schweizer Werbespot Glauben schenken darf. Mit Vorurteilen darf sich bestimmt auch die amerikanische Webseite von Amazon auseinandersetzen, die auf ihrer Angebotsseite dieses formschönen Tresors ganz harmlos vorschlägt, was normalerweise gerne zusammen gekauft wird: Tresor, Präzisionswaage und 500 kleine Plastiktütchen. Aha. An dieser Stelle wollen wir auch mal alle unsere Zuschauer dazu animieren, selber aktiv zu werden, was das Filmemachen angeht. Das ist heutzutage mit den digitalen Mitteln auch gar kein Problem mehr. Mal ehrlich, wenn sogar wir das hinkriegen. Tipps dazu gibt es genügend im Internet. Nicht nur der bereits erwähnte, immer noch sehr zu empfehlende Videoguide des Schweizer Fernsehens sei hier genannt, sondern auch die ziemlich alternative Seite Hacker Movies und englischsprachig als Beispiel das Adorama TV Learning Center. Dass man für gute Ergebnisse nicht unbedingt das professionellste Equipment braucht, zeigt uns auch der Fotograf im nächsten Video. Bei einem semi-professionellen Fotoshooting lässt er einfach alles, wie es ist, ersetzt aber seine teure Kamera durch ein einfaches Handy. Und trotzdem kommen dabei am Ende sehr professionelle Bilder raus. Natürlich konnte er das nicht ohne die legendäre Bildbearbeitung von Photoshop bewerkstelligen. Und was passiert, wenn man dieses Tool ständig im Kopf hat? Das sehen wir an diesem Video namens I Have PSD. Wer sich statt mit bunten Bildern lieber mit Musik beschäftigt, der wird im Internet auch schnell fündig. Nicht nur die vielen bereits vorgestellten Portale für rechtefreie Musik sind da große Helfer, sondern es gibt auch Sammelplätze für Noten, deren Copyright inzwischen abgelaufen ist. Hier sind vor allem die Petrucci Music Library mit vielen gescannten Noten und das Mutopia Project zu nennen, das ausschließlich neu gesetzte klassische Stücke anbietet. Und wohin viel Kreativität führt, sehen wir ja spätestens dann, wenn die neu gewählte Regierung in Baden-Württemberg beschließt, die grünen Lichter an den Ampeln nach oben zu setzen und die roten nach unten. Und die gelben? Naja, wir wollen ja niemanden treten, der eh schon am Boden liegt. Das war eine Ehrensenf-Sondersendung zu Ostern mit der hoffnungsvollen Erwartung, dass das originale Original bald wieder auf die Bildschirme zurückkehrt. Ich bin Frank und hierzu überredet hat mich Flo. Und tschüss. So, jetzt möchte ich aber das versprochene Osterei. Wo ist denn das jetzt? Also, wie am Arsch.